So, nächste Folge X3 Farnhems Legacy. Da sind wir immer noch hier in Glaubensquellen, haben Asteroid. unser Aquilo zurück nach Hause geschickt. Ich habe beschlossen, ich mache jetzt einen Ausrüstungsdock rein, weil unser Hauptquartier hat ja nur sechs, fünf waren es, fünf Dockplätze. Ne, es waren sechs. Egal, fünf oder, ne, fünf waren es. Mann, wie, ich habe gerade ein Gedächtnis wie ein Sieb hier. Fünf, sechs für die Großen, fünf für die Kleinen, deswegen bin ich durcheinander gekommen. Hat er nur fünf Dockplätze. Deswegen möchte ich einen Ausrüstungsdock kaufen, weil da hat man nämlich 15 Dockplätze für die Klasse hier. Da kann ich dann meine ganzen Schiffe parken und muss die nicht hier. Wer ist hier überhaupt gelandet? Ja, das sind die beiden Unihändler, die in Bereitschaft stehen. Die blocken das halt. Das gefällt mir nicht. Das ist eh so ein Ding. Ich hatte die ja alle quasi nach Hause beordert, um das Ding zu entladen, um sie dann wieder Kommando wegzuschicken. akzeptiert. Hab sie in der ganzen Galaxie verbreitet und trotzdem ist es manchmal recht schwierig, dass die Kommando Handelsrouten akzeptiert. finden. So, jetzt sind die mal weg. Jetzt schicken wir mal den Mammut. Springen Sektorfliegestation hier zu der Andockerlaubnis Schiffswerft. erteilt. Wenn der da drüben angekommen ist, dann schaue ich mal. Was ist? Ah, die erste Athene ist fertig. Sehr gut. Navigation, Docke an. Andockerlaubnis erteilt. Ein neuer Händler ist geboren. Ich hatte irgendeinen Gedanken, ich habe ihn schon wieder vergessen. Schlimm heute. So, Herzenslicht, genau. Jetzt kann ich nämlich gucken. Okay, ich dürfte es kaufen. Ich bin beliebt genug. Das ist schon mal gut. 51 Millionen. Gut, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Girokonto, aber ist ja grundsätzlich kein Problem. Habe ja genügend in meinen Fabriken liegen. Dann mache ich das nämlich. Dazu muss ich dann auch zum Plutmond reinspringen. Die Athene, wie lange braucht die? Muss man den Zinser anwerfen. Jetzt. So, Stationseinstellung verändern. Mal schauen, welcher abgeschossen worden ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 8 fehlt. Die 8 fehlt. Und die Händler 8. So, dann das übliche Prozedere. Moment. Nehmen die erst noch ein paar Energiezellen mit. So. Navigation, springe im Sektor. Imperialer Bereich. Kommando akzeptiert. So, dann müssen wir kurz in Energiezirkulum den Kollegen hier wieder den Handelsbefehl geben. Kommando akzeptiert. So, dann noch entschossen. Nee, Moment, Schuss Niederlage. Doch, Schuss Niederlage, Epsilon war es, genau. Dem auch, den neuen Handelsbefehl. Kommando So. akzeptiert. Dankeschön. So, mittlerweile müsste, glaube ich, auch mein Mammut angekommen sein. Nein, ist er nicht. Komm, wir machen das auch mal kurz übers Zinser. Lassen wir den mal kurz ankommen. Damit wir das Ausrüstungsdock kaufen können. So, jetzt brauche ich kurz etwas Geld. Ich leih mir mal was von meinen Unihändlern. Ja, 50 Millionen müssten reichen. Geld überwiesen. Und
hatte ich denn das alles hier? Vor allem die Kristalle. Wann hatte ich denn die hier eingestellt? Die Mikrochips weiß ich noch. Und wann hatte ich denn die Kristalle eingestellt? Naja, egal. So, hier, Handel. Ein Ausrüstungsstock bitte. Danke. Dann Station, springe in Sektor. Blutmond. Kommando akzeptiert. So, ich springe auch in den Sektor Blutmond. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. Erreiche Heimatsektor 9, 7. So, der andere ist noch gar nicht da. Doch, der ist natürlich da. Der andere ist ja angedockt. So, Fracht, ein Ausrüstungsdock. Höhe des Tores. So, wo setze ich dich hin? Und wir setzen dich hier oben hin. So, was kann man denn hier jetzt schon von Grund auf machen? Alles, was ich geholt habe, kann man hier holen. Brauche ich denn hier jetzt noch was? Das ist die Handelsdingerhammer. Kampfsoftwarenhammer. Navigationssoftware, Spezialsoftware, Patrouillensoftware, Sprungantriebe, Transporter. Wir haben eigentlich alles da. Könnte natürlich jetzt das Ausrüstungsdock noch mit Schilden und mit Waffen versorgen, damit ich hier auch wirklich komplett ausrüsten könnte, aber das kann ich ja direkt am Hauptquartier machen. Das ist auch besser. Nee, das lassen wir erstmal so. Falls ich das später noch mache, dann können wir das immer noch machen. Aber ich kann jetzt noch ein bisschen Versorgungstouren betreiben. Und zwar, indem ich mal, nee, Dranto war es nicht, Elenas Glück, war ich nämlich schon lange nicht mehr, mal ein paar Schilde abholen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt welche auf Lager haben, ich glaube schon. Dann in der Kammer die Plasmastromgeneratoren abholen. Kontrollzentrum Alpha. Damit da weiter produziert werden kann. So wie Plasmastromgeneratoren mittlerweile auf Lager. Gar nicht, wo ich die alle verbauen soll. Übrigens, meine Adler haben welche verpasst bekommen. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Man sieht, die Gigaschulschilde werden schlecht verkauft, weil es ist sehr viel auf Lager. Nehme mal 10 Stück mit, dann ist mein Lager eh fast voll. 1GJ-Schild. Transferiert. Und den hier brauche ich sehr viel. 25 MJ-Schild. Transferiert. Was ist los? Jetzt. 25 MJ-Schild. Da ist ein Transferiert. Transporter, der die mitnehmen will. Transferiert. Und dann immer wieder andockt. Transferiert. So, von den 200 Megaschulschilden nehmen wir den Rest mit. So. 200 Dann hat sich das mit den Plasmastromgeneratoren auch schon mal erledigt, weil da muss ich nämlich jetzt direkt zurückspringen. Sprungantrieb wird geladen. Also gerade diese Versorgungsflüge, die gehen halt um ein so Vielfaches schneller, dadurch, dass ich jetzt im Blutmond bin und den Sektor direkt anspringen kann. Und auch der Weg nicht so gut. Ich hätte es natürlich noch näher ans Tor bauen können, aber ich wollte verhindern, dass falls mal überraschenderweise ein J oder sowas oder ein I oder was auch immer hier reinspringt, dass sie nicht direkt drauf feuern können, weil wenn es weg ist, ist es weg. Dann kriege ich es nie wieder. Gut, dann muss ich laden, aber willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Könnte ich natürlich auch sehr, sehr viel Zeit verlieren dadurch, je nachdem, wann das passiert. Ja, die Asteroiden, die möchte ich jetzt noch nicht direkt anzapfen, weil ich plane hier, ich habe zwar noch keine konkreten Fabriken im Kopf, aber ich plane hier noch mehr Fabriken zu bauen, die ich dann als Selbstversorgerfabriken, so wie eben die Computer- und Quantumproduktion,
Und dann brauche ich die Asteroiden natürlich. Deswegen werde ich die jetzt, gut, ich könnte sie natürlich zwischenzeitlich auch schon belegen, da hast du schon recht, aber 25 MJ-Schild transferiert. Moment, wie viel müssen wir drauf lassen? 6 Stück auf dem Schiff. 200 So. Megajoule-Schild. 1. Ich lass mich ja versorgen von den bereits vorhandenen Minen, die ich habe, von der Silizium- und der Erzmine. Da kommt ja automatisch schon Silizium hier rein. Also das Lager füllt sich so. Moment, wir müssen jetzt auch noch kurz im imperialen Grenzbereich vorbeischauen. Ja, hier hängt ein anderer rum. Ich schaue Kommando den Sektor an hier akzeptiert. bitte. So. Okay, das hätten wir jetzt mal erledigt. So, bevor du aber hier dumm rumdümpelst, Moment, kriegst du natürlich. Ein paar Energiezellen verpasst. Machen wir hier kurz das Schiff voll. Energie. Und dann Autopilot deaktiviert. passen wir dem ein paar. Weißt, also der versorgt sich selbst. Das hatten wir ja schon vor vielen, Mammut. vielen Folgen rausgefunden. Aber nur wenn er einen entsprechenden Auftrag bekommt, sonst versorgt er sich eben nicht. Deswegen gebe ich ihm jetzt einfach ein paar. Wenn wir eh schon unterwegs sind. Ach. Na komm schon. Energiezellen transferiert. So. Wie weit sind wir denn hier mit unserem Halt hier? Mein Argon Ausrüstungsdock, verdammt. Ist eigentlich noch nicht umbenannt. Ist ein ganz grober Fauxpas von mir. Aber warum mache ich gerade hier mal Punkt, Strich, Punkt? Mr. Wussfinger ist gerade am Start. So. Auch das wäre jetzt erledigt. Okay. Du lieber Mammut. Bringst nach Herzenslicht. Andockerlaubnis So. erteilt. Und wir haben jetzt erstmal gerade nichts Konkretes zu tun. Jetzt schauen wir mal, wie lange braucht die Athene noch. Die braucht noch 1 Stunde 40. Und dann kommt da noch eine. Und dann baue ich die Agamemnon als Sektorverteidigung. Dann kann ich mich jetzt Kein Ziel. einfach Tor, hier wieder Heimat der durchs Legende. Tor begeben und kann mal gucken, ob wir noch das eine oder andere. Den einen oder anderen Kredit mit ein paar Aufträgen verdienen können. Erreiche Heimat der Legende. Übrigens, genau, ich habe jetzt wieder nur 4. Nur in Anführungsstrichen, Moment, ein. Jetzt habe ich gleich nur noch 3. Kommando akzeptiert. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder Agenten bekommen. Vielleicht ist OTAS, das Schiff 8. eine beschütze die Station. Das liebe ich hier in OTAS, weil da ja eine Waffenplattform direkt nach dem, oder was heißt direkt, aber hinterm Tor ist. Dazu die Sektorverteidigung der OTAS, da muss man eigentlich nie was selber machen. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es Sie? Diese Mission sollte simpel werden. Sind Sie an dem Job interessiert? Ja, wir machen so ein kleines Ding, denn ich bin gerade dabei, bei den Eingehende OTAS Nachricht. meinen Ruf zu verbessern. Weil ich mir nämlich die Boreas noch kaufen will, damit ich die auch noch einlesen lassen kann. Aber momentan reicht es noch nicht, deswegen werden wir ein paar Aufträge machen müssen. Ah, der ist in Aquilas Leuchtfeuer. Okay, also nur eins höher. Ich vermute mal, dass er eher hier oben Sprungantrieb wird geladen. rumkreucht und 10%, fleucht. 20. Erreiche Aquilas Leuchtfeuer. Was willst du hier? Pirat, Discoverer, Angreifer. Na gut, ich lass dich mal. Gehört er dazu? Da hinten ist er. Pirat, Ich Falke, Angreifer. ramm den aus Versehen.
Also ich wollte eigentlich drum rumfliegen, nur damit wir das schon mal geklärt haben wegen der Versicherung. Es war aus Versehen. Ja, jetzt konnte ich nicht mehr ausweichen. Ich treffe ihn nicht mal, ich Idiot. Split haben Probleme, schicken Hilfe. So, Mission erfüllt. So, wir müssen nämlich unseren Ruf bei OTAS noch deutlich verbessern. OTAS Anführer 17%, das ist... Problem ist, ich mache mir damit meinen Terrakorb-Rang wieder kaputt, aber so ist es halt. Kann man nichts machen. So, die anderen Piraten, die können mich Ziel mal gern haben. Feuerreichweite. Teladi Handelsstation. Fliegen da mal rüber, vielleicht kriegen wir da noch den einen oder anderen Auftrag. Schießen die gerade auf mich, oder wie? Nein, auf mich schießt keiner, oder? Doch. Folgen die mich? Nein, ach, die schießen da unten. Okay. Die verfolgen mich nicht, dann können wir sie in Ruhe lassen. Also ich werde jetzt hier nicht ewig Aufträge machen. Ich könnte auch mittels Diplomat meinen Rang nach oben pushen. Aber ich dachte, wir haben ja schon ein paar sie Aufträge sprechen mit dem automatisierten. Was soll sein? Schön. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Okay, 2,3 Millionen, schwere Aufgabe. 2... Der Conan Y fliegt von Heimat der Legende zur Raketenfabrik Morgenstern zu Aquilas Leuchtfeuer. Okay. Und der zweite fliegt. Von Aquilas Leuchtfeuer zu Aquilas Leuchtfeuer. Und wir machen sowas mal. Einfach nur, um ein bisschen zu ballern. So. OTAS, Konvoi, Mistral. So, ihr fliegt Richtung Südtor, wenn ich das richtig weiß. Südtor ist hier. Schauen wir mal, was da so kommt. Piratgesicht, die sich auf Kelas Leuchtfeuer stürzen. Hier, hier. Pirat, Bussard, Angreifer. Hey, warum ist der jetzt plötzlich so weit weg? OTAS, Konvoi, Mistral. So, das sind die beiden. Okay, ich muss mich jetzt hier mal um die hier kümmern. Pirat Nova. So. Ich muss mal kurz das Feuer auf mich lenken. Pirat Bussard, Angreifer. Der, ich brauche bloß die Aufmerksamkeit von dir. Pirat Nova, Aufklärer. Nova. Den können wir schon mal ausschalten. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ich habe dich gewarnt. Wenn im Namen der Frachtraum enthält nun Hurricane-Rakete. Wespe-Rakete. So, Nummer 1. Zerstört. Ach, verdammt, die haben das Ziel nicht erreicht. Wo sind die anderen Piraten da oben? Ist die Frage, ob die da auch was mit zu tun haben. Ich hoffe nicht. Wie ich jetzt seine Pirat Aufmerksamkeit? Bussard, Angreifer. Probier's nochmal. Pirat Nova, Aufklärer. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Das hättest du besser nicht getan! Wespe-Rakete hat sich selbst zerstört. Okay.
schnell. Warum ist er so schnell? Nein! Entschuldigung. Pirat, war Bussard, nur Absicht. Angreifer. So, der dämliche Bussard hier. So, den kriege ich hoffentlich mit den Raketen weg. Jetzt haben wir noch den Bussard hier. Wobei, der fliegt ja eigentlich weg. Die Frage, wo will der hin? Ich würde sagen, dies ist dein letzter Kampf. Du nicht mehr lange leben. Mal kurz hinsagen. Ja, danke, der ist weg. Für wem? Oh, bei den Piraten bin ich jetzt Erzfeind der Bruderschaft. Da gibt's Schlimmeres. Lang genug, um dich zu zerstören. So, okay. Jetzt. Hier ist nochmal ein Discoverer. Hier ist ein Pirat. Der nähert sich den. Pirat, Buster, Frachter. Der nähert sich da oben den Transportern. So, noch mehr Piraten. Wo seid ihr? Ah ja, genau. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Aquilas Leuchtfeuer. Ja, geil, hier ist jetzt einer zerstört worden. Ey, was soll das? Wo kommt denn das P plötzlich her? Jetzt mal ernsthaft. Es ist kein P, es ist ein... Pirat. Marodeur. Marodeur. Wo kommt der jetzt plötzlich her? Wahrscheinlich verliere ich jetzt den Auftrag, weil zu weit weg war. Das ist bei den Missionen manchmal echt scheiße. Die spawnen plötzlich. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Telani-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten zerstört. Sie 5000 Credits. Pirat, Bussard, Angreifer. Aus Versehen zerstört. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe ihn aus Versehen gerammt. Ziel ist nun in Feuerreichweite. So, danke. Wo haben wir noch welche? Hier drüben. Pirat Nova. Ein kompletter Konvoi jetzt zerstört worden? Und dann wäre die Mission ja schon gescheitert und das ist sie ja noch nicht. Also eventuell noch nicht ganz. So, nächster. Nein! So, noch jemand, der zur Party möchte? Okay, die wollen jetzt wahrscheinlich zur Fabrik. Otas, Konvoi, Mistral. Bleibt mal bei euch. Moment, wie schaut es mit meinen Missionen aus? Und Wildfleet, Raketenfabrik, Morgenstern, Alpha,
Okay, das haben wir und der andere ist von zur Raketen von Aquilas Leuchtfeuer irgendwo auch dahin. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt hier anhalte und einen Sensor reinmache, warte, bis die zwei Kollegen Kein angedockt Ziel. haben, dann müssen wir die Aufgabe eigentlich erfüllt haben, richtig? Eingehende Nachricht. Okay, so ist es. Raketenfabrik Morgenstern, So, Alpha. okay. Meine Schilde sind wieder aufgeladen und das hat uns was gebracht an Rufgewinn. Ja, gut 20%. Das war jetzt nicht so der Burner. Aber ein bisschen kämpfen schadet ja auch nicht. Oh, das haben wir gar keinen vollen Ruf mehr. Also Einfluss sammeln. Oh, das Kommando Hauptquartier. akzeptiert. Einfluss sammeln. Oh, das Kommando Hauptquartier. akzeptiert. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir noch ein paar Agenten wieder Produktionskomplex. bekommen. Was liegt denn hier Ungelenkte so rum? Raketen, Alpha. 109 Libellen, okay. Wird es hier fast schon lohnen. Was ist mit dem eigentlich los? Warum springt der nicht? Der hat 300 Energiezellen an Bord. Hat Autosprung eingestellt. Ich meine, ich greife da jetzt nicht ein in seinen Befehl, aber warum springt der nicht? Er fliegt jetzt darunter. Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Egal. Was wollte ich tun? Ach stimmt, hier rüber fliegen. Hier ist noch ein Kampfauftrag. Vielleicht gibt es hier einen Agenten. Sie sprechen mit dem Auto. Gibt es etwas? Schön, diese Mission sollte simpel werden. Sind Sie an dem Job interessiert? Nein. Ich möchte jetzt Agenten haben. Sonst mache ich sowas nicht. Dann lass uns kurz nach unten fliegen. Liegt echt ein Haufen Zeug rum, haben immer nur diese einzelnen Dinger. Fange ich jetzt nicht ein. So, das Erzminenschiff ist jetzt das beste Beispiel, warum ich hier übrigens auch noch eine Ariadne in meinen Heimatsektor Erreiche setzen will. Heimat der Legende. Weil dann könnte ich nämlich da auch nochmal reparieren, wenn die Schiffe da reinfliegen. So, dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. OTAS, Schiffswerft. Und wir können uns auch mal die Berichte in der Enzyklopädie noch angucken, fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich sind wieder ein paar Stationen Sie verschwunden. sprechen mit dem Auto. Gibt es schön, diese Mission sollte simpel werden. Okay. Wenn dann nicht ganz sehr schwere Aufgaben, Produktionskomplex. die Mittlerer bringen am Schild. meisten Alpha. Rufgewinn. Sie sprechen mit dem. Was soll's? Wieger. Es mag sein, dass Sie diese Aufgabe etwas problematisch finden werden. Finden Sie irgendwas davon interessant? Bla, das ist wieder das Typische mit steht nichts dran, aber Agent sehr schwer machen wir. So, dann halten wir an. Wir haben ja noch unseren guten alten fliegenden Container. Zu mir springen Kommando bitte. akzeptiert. Fliegen wir doch gleich mal wieder da hoch. So, jetzt kam nämlich wieder eine Agentenmission. Wie gesagt, fünf Agenten sind das Limit, wurde mir bei YouTube Tor, gesagt. Aquilas Und Leuchtfeuer. kaum habe ich keine fünf mehr, schon kriege ich wieder Autolar, Chauffeur. Agentenmissionen. Also wäre das auch geklärt. Das muss ich irgendwie im Log übersehen haben, dass sie das umgeschrieben haben. Produktionskomplex, mittlerer Schild, Alpha. So. Andockvorgang erfolgreich. Okay, ich bin sicher an Bord. Und jetzt bringen Sie mich zu meinem Ziel. So, die Projektilkanonenschmiede, wo ist denn die? Die ist da oben. Ja gut, da komme ich übers Westtor am schnellsten hin. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20. So, sind wir schon wieder am Ende der Folge, aber das Erreiche fliegen wir noch kurz Aquilas hin. Leuchtfeuer. Das fliegen wir noch kurz hin. Was für ein Deutsch.
Da fliegen wir noch kurz hin, das würde ich sagen. Alpha. Sie sprechen mit dem... Folgendes benötigen wir. Glauben Sie, dass... Sie sprechen mit dem... Haben Sie etwas zu sagen? Sende jetzt die Preise. Ein Ventil, komm gut her. Jetzt die Daten. Erhalte Zusatzinformationen für Datenbank. Ich glaube, hier kommen wir noch automatisch. Teladi Handelsstation. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikation. Wir werden nun die... Sie sprechen mit dem Automatis... Was ich? Werden Sie die Aufgabe... Weiß es Sie sprechen mit dem Auto... Wollen Sie... Taxi auch nicht, nee. Dann nicht. Projektilkanonenschmiede, Alpha. Dann fliegen wir einfach direkt hier hin. Dann springen wir wieder runter, steigen wieder um. Können wir kurz gucken, wie sich mein... Händler 8 bisher schlägt. So, wir haben einen 6er bekommen. Okay, so. Jetzt haben wir bei Otas 1000. Warum eigentlich? Ich habe jeweils einen losgeschickt. Die suchen immer 200. Wir hatten 590, müssten eigentlich 990 sein. Egal. In einer unserer Schiffswerften zu bringen. Danach sind wir Wächter. Ich weiß nicht, ob das der nächste, direkt der, die nächste Stufe ist oder ob das sogar eine übersprungen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das passt. Gut, dann springen wir jetzt, wie gesagt, wieder runter, steigen wieder um. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Und beenden natürlich die Folge. Erreiche Heimat der Legende. So, das wollte ich eigentlich gerade schon machen, hab's vergessen. Kugarasu Maru. Jetzt machen wir es im Anflug auf unsere Maru, beende ich jetzt die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann sitzen wir wieder in der Maru und schauen mal, was wir noch so alles vernichten wollen oder aufbauen wollen. Lass uns überraschen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.